In diesem Haus bei Zagreb wohnt ein Mann, den deutsche Behörden suchen. Zdravko Mustač, wegen eines Mordes in Bayern. Schert euch zum Teufel, sagt er uns. Wir fahren in ein Viertel im Norden Zagrebs. Auch ein Bewohner dieses Hauses soll zu den Drahtziehern des Mordes in Bayern gehören. Er heißt Perković. Es ist jemand zu Hause. Hallo. Was beim Perković? Aber niemand öffnet. Auf Josip Perković hat die deutsche Bundesanwaltschaft 12.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Auch sein mutmaßlicher Komplize Zdravko Mustač wird gesucht. Die Ex-Geheimdienstmänner sollen die Drahtzieher eines Mordes im bayerischen Wolfratshausen sein. Das Opfer? Stjepan Djureković, einst Erdölmanager in Jugoslawien. 1982 geht er ins Exil nach Deutschland, schreibt regimekritische Bücher. Ein Jahr später wird er in dieser Garage erschossen. Als EU-Partner müsste Kroatien Josip Perković und die anderen Hintermänner an Deutschland ausliefern. Doch sie sind auch heute noch bestens vernetzt. Perkovics Sohn Sascha zum Beispiel ist ein wichtiger Berater des Präsidenten. Der Premierminister will jetzt noch vor dem EU-Beitritt ein neues Gesetz. Mit dem Ziel, Kroaten dürfen nur für Taten nach 2002 an andere EU-Staaten ausgeliefert werden. Ein Gesetz maßgeschneidert für Perković, sagen kroatische Journalisten. Man würde nur sagen, eine Auslieferung käme nicht in Frage, weil die Tat 83 passierte und im Gesetz steht, dass man erst die Taten ab 2002 rechnet. Mit dem Gesetz wollte man die Diskussion darüber verhindern. Am Freitag könnte das Parlament das Gesetz verabschieden.